Unser Thema, unser Rahmenthema für die Woche sind ja die weltlichen Winde. Und ich wollte kurz daran erinnern, dass das eine poetische Übersetzung ist für das Pali-Wort Loka Damas. Und genauer könnte man das Wort Loka Damas übersetzen mit Weltgesetze. So findet man das auch manchmal im Pali-Kanon. Da ist von den 8 Weltgesetzen die Rede. Loka ist Welt und Damas kann man auch als Gesetz übersetzen. Und der Buddha sagt im Pali-Kanon in einer Lehrrede, dass diese Loka Damas, diese weltlichen Winde, jedem passieren. Er sagt, das ist eine Erfahrung, die ein normaler, ungeschulter Mensch macht. Er erlebt Gewinn, Verlust, Ruhm, Schande und so weiter. Aber auch jemand, der jahrelang spirituell praktiziert hat, jemand, der, wie er es nennt, ein edler Schüler ist, ja, vielleicht auch schon sehr weit in seiner spirituellen Praxis, wird die trotzdem erleben. Selbst wenn man erleuchtet ist, ist man nicht geschützt vor diesen Weltgesetzen, vor diesen Loka-Dhammas. Das heißt, wir können 100% sicher sein, dass die uns alle 8 widerfahren werden, immer und immer wieder. Wir werden Gewinn erleben, wir werden Verlust erleben, wir werden Leid erleben und Freude erleben, Lob und Tadel und so weiter. Das Problem ist nicht, dass die passieren, sondern wie wir damit umgehen. Und ich finde das ganz schön formuliert in einer Lehrrede im Pali-Kanon, wo der Buddha beschreibt, wie wir meistens damit umgehen. Er sagt, Gewinn und Verlust, Ehre und Verachtung, Lob und Tadel, Freude und Leid halten seinen Geist umsponnen. Er beschreibt da einen nicht geschulten Menschen. Und ich finde das eine schöne Formulierung. Sie halten unseren Geist umsponnen. Sie beschäftigen uns, sie binden uns. Und heute möchte ich einmal ein paar Betrachtungen zu dem zweiten Paar mit euch teilen. Das zweite Paar, der Loka Damas, ist das Paar von Ehre und Verachtung. So war das in dem Pali-Kanon-Sutra, was ich gerade zitiert habe, übersetzt. Üblicher ist die Übersetzung Ruhm und Schande. Aber ich möchte es simpler nennen, einfach Beliebtheit und Unbeliebtheit. Ja, wahrscheinlich Ruhm und Schande sind große Worte. Ich weiß nicht, ob wir die auf unsere eigene Erfahrung so beziehen können, aber wir alle kennen das Gefühl von beliebt sein wollen und uns manchmal vielleicht auch unbeliebt fühlen. Und wenn wir nachspüren und ehrlich sind, merken wir, dass das eine sehr wichtige Frage ist. Ob wir das Gefühl haben, beliebt zu sein oder ob wir das Gefühl haben, eher unbeliebt zu sein, das hat oft einen sehr großen Einfluss auf uns. Und wir haben da ja sozusagen eine moderne Version, einen modernen Begriff dafür, den Begriff des Mobbings, der ja in den letzten Jahren in aller Munde ist. Meistens, wenn man sagt, jemand fühlt sich gemobbt, meint man damit nichts anderes als, jemand fühlt sich unbeliebt. Aus der Erfahrung, man ist in einer Gruppe von Menschen und man fühlt sich nicht drin, sondern man fühlt sich draußen. Oder vielleicht nicht ganz draußen, aber eher am Rand. Und unser natürlicher Instinkt ist, dass wir in einer Gruppe lieber drinnen sein wollen, lieber Teil der Gruppe sein wollen. Die Frage ist also, wie können wir mit dieser Erfahrung gut umgehen? Ich habe da ein paar Vorschläge. Das erste ist, ganz einfach, ganz simpel, sich erstmal einzugestehen, dass es uns was ausmacht, ob wir beliebt sind oder unbeliebt sind. Ich denke, man kann sich da schnell was vormachen. Man denkt vielleicht, ach, ist mir völlig egal, was andere über mich denken. Das ist was, was man öfter hören kann. Mir vollkommen egal, was andere über mich denken. Ich mache nur, was ich für richtig halte. Ich glaube, in allermeisten Fällen macht man sich was vor, wenn man das sagt. Das ist eine Art von Selbsttäuschung. Unser ganzer Instinktapparat als Menschen sagt uns, dass es gefährlich ist, wenn wir ausgestoßen werden. In der Steinzeit wäre es lebensgefährlich gewesen. Wenn unsere Sippe uns ausgestoßen hätte, wäre das tatsächlich ein Todesurteil gewesen. Das heißt, unser ganzer Instinktapparat als als Menschen, als Säugetiere, sagt uns, dass Ausstoßen aus der Gruppe Gefahr bedeutet. Und ich denke, es ist ganz hilfreich, sich das einfach einzugestehen. Sich einzugestehen, wenn ich das Gefühl habe, ich bin unbeliebt, das ist sehr unangenehm. Ich glaube, manchmal missbrauchen wir spirituelle Übung dahingehend, dass wir glauben, wenn wir nur genügend praktizieren, wenn wir nur genügend meditieren, dann stehen wir irgendwann so über den Dingen, dass wir uns nicht mehr angenehm oder unangenehm sind, dass wir einfach unangenehme Erfahrungen vermeiden können. Und ich glaube, das ist ein Missverständnis. Das heißt, der erste Schritt ist einfach, sich einzugestehen, die Erfahrung von Unbeliebtheit ist unangenehm. Der zweite Schritt ist, sich klarzumachen, dass es passieren wird, egal wie wir uns verhalten. Ganz oft, glaube ich, denken wir, wenn ich mich nur richtig verhalte, wenn ich nur genau das Richtige sage, wenn ich
klug bin, wenn ich immer freundlich bin, wenn ich fair bin, wenn ich mich ethisch verhalte, dann werden alle mich mögen. Und das ist nicht so. Ja, die Lokadamas sind Weltgesetze, Naturgesetze. Egal, was ich tue, ich werde ab und zu die Erfahrung machen, dass ich unbeliebt bin. Und es nützt dann nichts, wenn ich mir sage, oh, ich muss wohl was falsch gemacht haben, sondern ich kann mich entspannen in der Erkenntnis, dass es mir nie gelingen wird, es allen recht zu machen. Ja, und in gewisser Weise liegt wirklich eine Entspannung drin. Wenn wir uns klar machen, dass egal wie wir uns verhalten, es immer passieren wird, dass uns nicht immer alle mögen und uns nicht alle auf die Schulter klopfen werden, können wir uns entspannen. Ja, das ist einfach ein Teil der Wirklichkeit. Selbst der Buddha hatte Feinde. Also der erste Schritt, sich einzugestehen, dass es einem was ausmacht, ob man beliebt ist oder unbeliebt. Der zweite Schritt, sich klarzumachen, dass es trotzdem passieren wird, egal wie wir uns verhalten. Und der dritte Schritt, der wichtigste, ist, viel dafür zu tun, dass wir in uns selbst eine gewisse Stabilität finden. Ich denke, das ist das Wichtigste im Umgang mit allen acht weltlichen Winden. Eine tiefe, ruhige Stabilität in uns selbst zu finden. Buddhistische Tradition nennt das Gleichmut, Upekkha. Die Fähigkeit, zu ruhen, in dem, wie die Dinge sind, ohne sich hin und her reißen zu lassen. Und die buddhistischen Schriften empfehlen verschiedene Übungen, die einem helfen können, Upekkha, Gleichmut zu entwickeln. Da wird Ethik genannt, da wird Vertrauen genannt, auch Achtsamkeit. Und interessanterweise auch eine der Dinge, die helfen, Upekkha zu entwickeln, ist so eine Art grundlegendes Gefühl von, dass es einem gut geht, dass man sich wohlfühlt in sich selbst. Ich könnte sagen, eine Art von Selbstmetta. Auch das wird beschrieben. Ich möchte jetzt nur einen Aspekt oder vielleicht zwei Aspekte mir anschauen, wie wir das unterstützen können, uns in uns selbst stabiler zu fühlen. Und das erste ist Integrität. Ich glaube, dass wenn ich mich aufrichtig bemühe, ethisch zu leben, wirklich bemühe, die Vorsätze zu üben, so gut wie möglich zu üben. Wenn ich weiß, ich habe mein Bestes gegeben, dann gibt mir das ein tiefes Gefühl von Integrität. Und selbst wenn ich dann unbeliebt bin, wenn ich angegriffen und kritisiert werde, kann ich das einfach besser halten. Ich kann mich sozusagen auf mich selbst beziehen und sagen, okay, ich habe mein Bestes gegeben. Und interessanterweise, mein Bestes gegeben heißt nicht, dass ich sage, ich habe alles richtig gemacht. Ja, wir sind nicht perfekt. Wir halten nicht die 5 Vorsätze, sondern wir üben die 5 Vorsätze. Aber das ist okay. Ich brauche nicht das Gefühl zu haben, dass ich alles perfekt gemacht habe, sondern nur, wenn ich das Gefühl habe, ich habe mein persönliches Bestes gegeben. Das ist genug. Mehr kann ich nicht tun. Dann habe ich ein reines Gewissen. Und es ist nicht das Gleiche wie Stolz. Es ist nicht so eine Art von Eitelkeit, zu denken, ich mache immer alles richtig und ich habe immer recht. Das wäre eine Art von hoffnungsloser Fehleinschätzung. Es ist einfach nur das ruhige, reine Gewissen, was man hat, wenn man sicher ist, dass man sein persönlich Bestes gegeben hat. Und das Zweite, was ich sehr unterstützend finde im Entwickeln von so einer grundlegenden Stabilität, von Gleichmut, ist das, was ich unter der Überschrift Sangha fassen würde. Was ich damit meine, ist, dass wir echte, tiefe Beziehungen mit Menschen haben, die uns wirklich gut kennen, die unsere Werte kennen und auch teilen. Menschen, die unsere Bemühungen um Integrität sehen und auch bezeugen können. Also Menschen, die uns auf einer ganz grundsätzlichen, tiefen Ebene bejahen. Sie sehen, dass wir einfach Übende, Suchende sind. Und wenn man solche Freundschaften hat, und vor allem, wenn man nicht nur ein oder zwei davon hat, sondern eine ganze Bandbreite solcher Freundschaften, kann uns das tatsächlich auch durch Zeiten tragen, wo wir uns angegriffen fühlen oder unbeliebt fühlen oder vielleicht sogar gemobbt fühlen. Und mit dieser Freundschaft, Sangha-Freundschaft, meine ich nicht eine gemütliche Freundschaft. Ich meine nicht so ein Zusammenklucken, wo man sich gegenseitig immer auf die Schulter klopft und sagt, ei, tai, tai, alles ist gut und du hast immer recht. Sondern ich denke, diese Arten von wirklich tiefen Freundschaften im Sangha, da ist durchaus auch Raum für Kritik. Ja, es sind Menschen, meine Freunde sehen mich durchaus auch kritisch. Die sehen meine hellen Seiten, sehen auch meine dunklen Seiten. Die sehen mein Streben, mein Üben, mein Ringen. Und sie sehen auch meine kindischen, eitlen und verbohrten Seiten. Und aus meiner eigenen Erfahrung weiß ich, in Zeiten, wo ich mich von den weltlichen Winden besonders gerüttelt fühle, tragen mich diese Arten von Beziehungen. Ich weiß, es gibt Menschen, die an mich glauben als Übende,
Und für heute habe ich ein paar ganz konkrete Vorschläge. Einfach den Vorschlag, dass wir uns beobachten in diesem Spannungsverhältnis von Beliebtsein und Unbeliebtsein. Wie verhalten wir uns in diesem Spannungsfeld? Wenn wir mit anderen zusammen sind, haben wir Gedanken im Kopf wie, was denken die über mich? Oder verhalten wir uns so auf eine bestimmte Weise, damit die was Bestimmtes über uns denken? Das ist einfach nur wahrzunehmen. Oder wenn wir in einer Gruppe sind, sei es ja unsere Kollegen in der Mittagspause oder in einem Arbeitstreffen, im Sportverein, wo auch immer wir mit anderen Leuten zusammen sind, einfach zu beobachten, fühle ich mich drinnen, fühle ich mich draußen und wo auch immer ich mich fühle, wie geht es mir damit? Kann es sein, dass ich ganz viel rede, um gesehen zu werden, in dem tiefen Wunsch gehört und gesehen und wahrgenommen zu werden und Anerkennung zu finden? Versuche ich vielleicht sogar witzig zu sein? Verbiege ich mich, um Anerkennung zu finden, um beliebt zu sein? Oder vielleicht halte ich mich ganz am Rand und sage gar nichts, weil ich denke, es interessiert eh keinen, was ich denke. Lass uns einfach heute mal zu beobachten in unserem Zusammensein mit anderen und unsere Gewohnheiten entdecken in diesem Spannungsfeld von Beliebtsein und Unbeliebtsein. Und das sollten wir tun mit Achtsamkeit, genau hinspüren, genau hinsehen und mit ganz, ganz viel Metta. Und wahrscheinlich auch mit einer guten Portion Humor. Viel Erfolg dabei.